Hi Leute! Heute mal ein privates Update-Video hier aus meinem Auto und ihr seht schon, ich strahle über beide Ohren und es liegt daran, weil ich heute wieder Papa geworden bin. Zum dritten Mal, mein dritter Todeswurm ist heute geboren und die Geburt, es war einfach unglaublich. Also selbst die Hebamme hat gesagt, nach 35 Jahren Berufserfahrung, dass sie sowas noch nie in ihrem ganzen Leben gesehen hat. Wir haben zwar eine Hebamme, aber die Hebamme, die kam zu spät, in Anführungszeichen. Da war es halt schon zu spät. Da war das Kind halt schon auf der Welt. Also meine Frau hat das Kind alleine geboren, ohne Hebamme. Also selbst die Hebamme hat gesagt, nach 35 Jahren Berufserfahrung, dass sie sowas noch nie in ihrem ganzen Leben gesehen hat. Meine Frau hat das Kind alleine geboren, ohne Hebamme. Und zwar, erstens, es war eine schmerzfreie Geburt. Und wir haben die ganze Sache auch schon vorbereitet, weil ihr wisst ja, ich kenne mich ein bisschen aus, Nährstoffen und so weiter. Und wir haben es tatsächlich geschafft, dass die Geburt keine Schmerzen verursacht hat. Und die Geburt, es gab keinen Blutfluss bei der Geburt. Gar nicht. Und ich hatte vorher immer schon das Wissen, dass ich gesagt habe, es ist nicht normal, dass eine Frau bei der Geburt schreit, Schmerzen hat, aufreißt. Das kann nicht richtig sein. Und man sieht es ja auch bei Tieren. Bei Tieren, die haben ja auch die schreien ja auch nicht irgendwie vor lauter Schmerzen. Das kann von der Natur so eigentlich nicht eingerichtet sein, dass die Frau so unglaubliche Schmerzen hat. Das ist nicht normal. Und dann bin ich der ganzen Sache einfach auf die Spur gegangen und habe dann auch gesehen, was machen Tiere vor der Geburt? Warum haben die Tiere keine Schmerzen? Woran liegt es überhaupt, dass Frauen Schmerzen haben? Und wir haben es tatsächlich geschafft. Das Kind war übrigens innerhalb von einer Stunde da und es war eine sogenannte Alleingeburt. Meine Frau hat bei der Geburt nicht geblutet. Und das ist der nächste Punkt. Es ist meines Erachtens nach nicht normal, dass man stark bei der Geburt blutet oder dass man überhaupt bei der Geburt blutet. Es ist meines Erachtens nach nicht normal, dass man stark bei der Geburt blutet oder dass man überhaupt bei der Geburt blutet. Blutungen in der Schwangerschaft können verschiedene Ursachen haben. In der Frühschwangerschaft hat man manchmal leichte Schmierblutungen. Wenn das Ei sich in der gut genährten Gebärmutterschleimhaut einnistet. Und einklebt. Dies sollte aber nur kurze Zeit andauern und sich in einer lediglich leichten Schmierblutung äußern. Blutungen nach der 12. bis 14. Schwangerschaftswoche können unter Umständen mit einer tiefsitzenden Plazenta zu tun haben.
Alle Blutungen sind jedoch ein Grund dafür, sich in ärztliche Untersuchung zu begeben. Es ist natürlich auch möglich, gerade bei fortgeschrittener Schwangerschaft, dass sie leichte Schnürblutungen bekommen. Nach einer vaginalen Untersuchung beim Frauenarzt oder wenn sie Geschlechtsverkehr gehabt haben. Das ist nicht weiter schlimm und gar nicht besorgniserregend. Der Muttermund ist jetzt so gut durchblutet, dass die Gefäße am Muttermund bei Berührung manchmal ein bisschen bluten können. Stärkere Blutungen sind immer ein Grund, sofort die nächste Klinik oder den Frauenarzt aufzusuchen. Und wir haben jetzt das Beispiel gehabt. Meine Frau hat nicht geblutet und auch da hat auch wieder die Hebamme gesagt, sowas hat sie nach 35 Jahren Berufserfahrung noch nie erlebt, dass eine Frau bei der Geburt nicht blutet. Und ich habe ihr das dann erklärt, damit sie das natürlich auch weitergeben kann an die weiteren Frauen, die sie betreut. Was ist das Geheimnis? Und das Kind natürlich topgesund, 10, 10, 10. So ein rosiges Kind ist einfach, muss ich mich jetzt wiederholen, hat auch... Meine Tochter, sie hat sich überhaupt nicht verfärbt, komplett rosige Haut, rosige Wangen und das ist einfach so schön mit anzusehen. Und da, jetzt kommen wir wirklich in diesen Bereich der Beweise, so, wo wirklich dann es immer ja noch Mediziner gibt, die sagen, nein, Nährstoffe haben überhaupt nichts mit der Geburt zu tun, Nährstoffe haben überhaupt nichts mit der Gesundheit des Babys zu tun und so weiter. Das sind nur die Gene, das ist nur Genetik. Ah, das darf ich leider nicht essen, ich bin noch schwanger. Diesen Satz hört man immer wieder. Wenn man essen geht oder einkaufen geht oder mit der Partner oder der Frau überlegt, was kann ich denn heute Mittag mal essen, gar nicht so leicht und Hand aufs Herz, mancher denkt sich, ach komm, das kann doch sein, dass noch ein Stück Käse oder ein bisschen Wurst oder ein Stück Sushi nachkommt. Stell mal nicht so an. Es ist aber tatsächlich so, als Schwangere oder auch wenn eine Frau sagt, sie möchte schwanger werden, sollte sie darauf achten, was sie zu sich nimmt. Und das ist natürlich in allererster Linie eine ausgewogene Ernährung. Eine Ernährung besteht aus Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten. Und da fängt schon an. Es gibt gute und böse Kohlenhydrate, also sogenannte leere Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind eigentlich nichts anderes als Zucker. Da ist es zum Beispiel so, wenn man sagt, man nimmt Obst und Gemüse zu sich, sind da Kohlenhydrate drin, die sind aber gut, weil auch viele Vitamine und so weiter dabei sind und Ballaststoffe. Wenn man jetzt irgendwie nur Fruchtgemüse futtert und Chips, sind das schlechte oder leere Kohlenhydrate, weil da nichts weiter dabei ist. Also nimmt man sozusagen nur als Energie zu sich, mehr ist aber da nicht gewesen. Bei Protein ist es so, dass eine Schwangere tatsächlich mehr Protein braucht für das Kind, also der Bedarf ist etwas höher. Aber es ist auch so, dass die Schwangere diese durch gute Ernährung eigentlich decken sollte. Also Proteine sind zum Beispiel in Fleisch, in Fisch, aber auch in pflanzlichen Produkten. Und da sind dann eben aus den Proteinen die wichtigen Aminosäuren mit drin, die dann halt eben für das werdende Kind wichtig sind. Und ganz wichtig sind natürlich noch die Fette. Und auch da gibt es wie bei den Kohlenhydraten gute Fette und nicht so gute Fette. Gute sind zum Beispiel pflanzliche Fette oder auch die im Fisch sind. Dort sind auch eine Menge Vitamine wieder dabei, die fettlöslich sind und die eben auch sehr wichtig für das Kind sind. Was darf ich denn nun nicht essen oder trinken? Und gerade beim Trinken fangen wir mal an. Es ist natürlich so, Alkohol. Alkohol sollte eine Schwangere auf keinen Fall, meine persönliche Meinung, aber eben auch etwas, was man in der Medizin immer wieder sieht und liest, trinken. Bedeutet, Alkohol während der Schwangerschaft hat ein Risiko dafür, dass das Kind eben irgendwie eine Fehlbildung entwickelt oder sich nicht so entwickeln kann, wie es sollte. Und die Frage ist natürlich, ja, aber wie ist es jetzt mit den ganzen Lebensmitteln? Hört man immer wieder, darf ich nicht, dies darf ich nicht, das darf ich nicht. Es gibt Krankheitserreger und Krankheiten, also zum Beispiel Toxoplasmose oder Listeriose, die werden über rohe Lebensmittel übertragen. Und die können eine Gefahr für das Kind bedeuten. Und deswegen sind wir Mediziner so, dass wir sagen, dann lieber nicht. Also es gibt ja genug andere schöne Lebensmittel, die man essen kann. Den ganzen hohen Krempel einfach weglassen. Und jetzt habe ich da einfach mal, jetzt... Das kommt jetzt nach und nach hier auch auf meinem Kanal. Dass ich jetzt nach und nach wirklich Beweise liefere. Und jetzt haben wir hier wirklich den ersten Beweis. Also so ein gesundes Kind wirklich, wo man wirklich von außen sieht, dieses Kind ist wirklich kerngesund. Und meine Frau war auch nach der Geburt körperlich überhaupt nicht erschöpft. Die war topfit, eigentlich genauso wie, als wenn sie gerade gar kein Kind geboren hätte. Unglaublich, wirklich. Also sofort, ja, okay, alles klar, let's go. So, komm, ich leg mich jetzt mal mit meiner Tochter hier hin. Und einfach nur wunderschön, wenn man sowas mit ansieht, dass es muss nicht sein, dass eine Geburt wehtut, dass eine Geburt blutig ist, dass die Frau danach völlig erschöpft ist, dass das Kind danach völlig erschöpft ist. Weil man muss sich auch mal vorstellen, so, dass meine Tochter hatte es nicht so schwer. Also klar, natürlich Kinder oder Babys, die halt aus dem Mutterleib kommen, die müssen natürlich kämpfen ein bisschen. Aber dieser unglaubliche Kampf, der bei den meisten Geburten stattfindet, der ist aus meiner Sicht nicht normal.
Das ist völlig übertrieben. Und viele Kinder geraten da einfach in einen extremen Stress, der meiner Meinung nach sich auf ihr gesamtes Leben negativ auswirkt. Manche Erwachsene glauben, sich an ihre Geburt erinnern zu können. Doch das ist ein Trugschluss, denn fast niemand erinnert sich daran, was vor seinem dritten Lebensjahr passiert ist. Und das hat seinen Grund. Erinnerungen an die eigene Geburt halten Forscher sogar für ausgeschlossen. Infantile Amnesie nennt Psychologen dieses Phänomen. Und obwohl schon Sigmund Freud sich dazu Gedanken machte, diskutieren Wissenschaftler noch immer über die Gründe für diesen psychischen Gedächtnisverlust. Ziemlich sicher hängt er damit zusammen, dass unser Gehirn zu Beginn des Lebens noch ausreift. So werden Erinnerungen zunächst im Hippocampus zwischengespeichert. Autobiografische Inhalte werden von dort aus in eine bestimmte Region der Großhirnrinde übertragen. Bei Säuglingen ist die Leitungsbahn zwischen diesen beiden Bereichen noch nicht voll entwickelt. Die Erinnerung kann schon deshalb nicht richtig gefestigt werden. Zudem fehlt dem Ereignis der Zusammenhang. Was passierte davor? Was danach? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Um sich an eine Szene zu erinnern, müssen diverse Gehirnregionen zusammenarbeiten. Diese sind jedoch zu Beginn des Lebens schwach vernetzt und enthalten nur wenig Informationen. Das hat wirklich eine Stunde gedauert, aber nur, wenn man jetzt wirklich sagt, Presswehen, wobei es eigentlich gar keine richtigen Presswehen waren, es waren vielleicht zwei. Aber nicht mal da, also meine Frau musste auch gar nicht richtig pressen. Und das ist der nächste Punkt. So, ist das dieses Pressen, ist das überhaupt normal? Und ich habe jetzt einfach den Beweis erbracht, oder wir haben gemeinsam den Beweis erbracht. Nein, es ist nicht normal, dieses Pressen. Das muss nicht sein und ich habe es vorher gewusst. Das ist dieses instinktive Wissen einfach. Ich habe es vorher gewusst, das kann nicht normal sein. Weil das ist ja auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Toilette sitze und dann presse wie verrückt. Das kann nicht richtig sein. Es muss einfach rausgleiten. Und genau so, das war mir jetzt schon sofort klar, muss es eigentlich auch bei einer Geburt sein. Und genau so war es dann auch, ne? Also meine Tochter ist einfach rausgeglitten. Die Gebärmutter haben wir natürlich auch behalten. Ganz klar, viele, die zum Beispiel auch im Lichtblicker-Forum sind oder in der Lichtblicker-Gruppe, die wissen ja auch schon darüber Bescheid, warum das eine sehr gute Idee ist, die Plazenta zu behalten und nicht abzugeben. Und es sei einfach auch wunderschön gewesen, das Ganze zu Hause zu machen. Hausgeburt, Alleingeburt. Und wichtig ist einfach auch das Mindset, erstmal zu verstehen, so, nein, das ist jetzt hier nichts Schlimmes, nein, ich muss jetzt hier keine Schmerzen haben und so. Oh, that's a big attraction. That's a big attraction right now. Das sind alles Dinge, die meiner Meinung nach uns eingeredet wurden. Ja, das ist halt so. Ja, bei einer Geburt hat man Schmerzen ohne Ende, stirbt fast vor Schmerzen, man verliert ohne Ende Blut und das Kind schreit sofort. Genau, das ist nämlich der nächste Punkt. Meine Tochter hat noch nie geschrien. Nicht geweint, nicht geschrien. Sie ist einfach nur glücklich und glückselig. Das hat auch seine Gründe. Auch dafür haben wir gesorgt, in Anführungszeichen. Auch da gibt es wieder Geheimnisse. Und ich sag ganz ehrlich, ich werde das auf jeden Fall veröffentlichen. Ich weiß noch nicht genau, in welcher Form, wie ich das gemacht habe. Halt, stopp! Da kommt natürlich nochmal ein ausführliches Video zu. Also, was macht man genau oder wie haben wir das gemacht? Sagen wir mal so. Wie haben wir das gemacht, dass wir das schaffen konnten? Und es ist wirklich kein Hexenwerk. Man muss sich wirklich nur ein bisschen auskennen mit Nährstoffen und was diese Nährstoffe im Körper bewirken. Und wenn ich euch das erklärt habe, dann wird das alles relativ einfach sein. Dann werdet ihr es auch verstehen. Tschüss, Freunde.